Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir wieder Balatro spielen. Ich weiß noch nicht, was für einen Run wir spielen werden. Das werdet ihr jetzt im Thumbnail und im Titel sehen können. Bevor wir anfangen, ich habe die Option etwas verändert. Ich habe jetzt hier Spielgeschwindigkeit auf 4 gemacht, damit die Videos nicht ganz so lang gehen. Und ich habe in Hochkontrastkarten eingestellt, sodass man besser erkennen kann, was Pik und was Kreuz ist und so weiter. Ich habe jetzt gestern Morgen versucht, 3 Stunden lang Run aufzunehmen und ich habe nicht gewonnen. Ich habe nur gesagt, es war so bad, deswegen kam auch gestern kein Video. Jetzt versuchen wir es nochmal und wir fangen auch direkt an. Bevor es losgeht, wir stehen kurz vor 300 Abonnenten. Wenn dir das Video gefällt und du zu den Leuten gehörst, die noch kein Abo haben, dann lass gerne ein Abo da und jetzt noch weiterhin viel Spaß mit dem Video. So, ich denke, die besten Chancen haben wir mit dem blauen Deck. Eine Hand mehr zu spielen ist schon echt strong. Wenn wir nicht den Bossbrand haben, dass man nur eine Hand spielen darf, dann ist das natürlich schlecht. Wir haben hier direkt zum Start ein Vierling. Na, das ist natürlich nice. Mal gucken, dass ein Zeichen ist, dass der Mann besser wird. Ich habe halt immer das Problem, dass ich im Endgame nicht scale. Ah, Verbrauchsgegenstände, ja, okay. 2 Paare finde ich auch ganz nice. Wir brauchen halt frühe Joker, der irgendwie multipliziert, ne? Wir müssen Joker kriegen, die uns Geld generieren, wir müssen multiplizieren. Und wir brauchen auf jeden Fall Joker, die die Multiplikatoren multiplizieren. Das ist so busted. Ich habe das Spiel auch auf der PS5 ein bisschen gespielt. Nebenbei so vom Bett aus, PS5 zocken, mega geil. Und wir haben ja einen holographischen Joker, wenn wir den überspringen würden. Das machen wir mal. Also ich habe doch auf der PS5 schon einmal gewonnen, tatsächlich. Deswegen, ich weiß, ich kann gewinnen, nur irgendwie, wenn ich aufnehme, dann klappt das nie. Keine Ahnung. Was haben wir hier? 2 Paare. Wir haben 10 Bube, Dame, König. Das ist nice. Wir hätten auch 4 Karo. Wir haben 10 Bube, Dame, König. Den 9. Das Ass mit der Geschlecht, darum nehmen wir das Ass nicht. Leider haben wir keinen Straight Flash, aber das ist trotzdem eine gute Straße. So, würde ich jetzt wohl Haus spielen tatsächlich. Dann haben wir es auch. Und jetzt kommen wir an holographischen Tech im nächsten Shop, ne? Joker. Plus ein Mult pro gespielte Hand. Minus ein Mult pro Abwurf. Okay, also dürfen wir jetzt nicht mehr abwerfen. Wir hätten vielleicht vorher das hier kaufen sollen. Das war jetzt echt dämlich. Aber es ist trotzdem noch. Es lohnt sich trotzdem noch. So, Arcane Packs. Wir haben noch nicht wirklich ein Bild. Wir spielen jetzt mal die nächste Runde. Alcard möchte ich nicht verbessern. Weil gewöhnliche Joker umsonst würde ich glaube ich trotzdem lieber spielen, den hier. Und wirft halt zu viele Karten pro gespielte Hand ab. Das ist relativ unwichtig. Das ist nicht ganz so schlimm. So, was haben wir jetzt hier? Wir wollen jetzt nicht mehr abwerfen durch den Joker. Wir haben 5 Hände zu spielen. Das heißt, wir können trotzdem. Was haben wir hier an Farben? Maximal 2 von jeder Sorte. Das ist ja wohl richtig Pech. Gehen wir auf eine Straße oder auf einen Flush? Ich würde sagen, wir spielen erstmal hier ein paar. Schmeißen das hier nebenbei weg. Ich habe im ersten Video auch immer angefangen, dass ich immer 5 Karten gespielt habe. Ich weiß nicht, wie ich auf den Trichter kam, dass ich immer 5 Karten spielen muss. Hier haben wir 2 Paare. Nice. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt diesen Voucher, falls eine coole Karte kommt im Shop. Und wir nehmen einen Standard-Karten-Pack. So, wir haben eine Glaskarte. Glaskarten sind sehr, sehr geil, weil sie einfach mal Mult geben. Die ist aber auch cool. Ich würde sagen, wir nehmen die Glaskarte mit.
Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Kreuze. Hier können wir eine Goldkarte machen. Lässt bis zu 2 zufällige Karo-Karten erscheinen. Ich würde sagen, wir machen mehr Kreuze. Wir machen mal die hier einfach zu kreuzen. Hier machen die großen zu kreuzen. Karten zerstören brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir gehen mal in die nächste Runde rein. Wir spielen diesen Blind. Wir haben jetzt 10, 10, 10, 15. Okay, also relativ ausgeglichen trotzdem. Wir haben 2 Neunen. 3 Pik. Gucken, ob wir Full House kriegen. Naja, Quatsch, hier ein Flush meinte ich natürlich. Wir haben... könnten auch eine Straße fast bauen, aber... was ist denn stärker, Straße oder Flush? Der Flush ist stärker. Aber nicht viel, das schnippt sie eigentlich nicht viel. Ja, okay, das war kein Problem. Wenn Blind ausgewählt wird, erhält zu mal 0,5 Mult und zerstört einen zufälligen Joker. Oh. Malmult ist zwar sehr strong, aber wollen wir unsere ganzen anderen Joker zerstören? Nein, ich denke nicht. Das ist ja komplett Müll. So, wir kaufen den Flush auf jeden Fall. Kaufen ein kleines Standard-Pack. Nur Standardkarten? Müll. So, wir gehen in den nächsten Blind rein. Wir haben hier einen schönen Drilling. Wir haben Full House. Wir müssen auch schauen, wir können jetzt nicht Karten gut behalten. Ich weiß, ich will eigentlich nicht abwerfen, aber hier will ich einfach nur den Boss besiegen. Okay. Erhalte 2 Gold pro Abwurf, wenn bis zum Ende der Runde keine Abwürfe verwendet wurden. Das ist eine gute Synergie mit unserem anderen Joker. Wollen wir eh nicht abwerfen. Damit kriegen wir auch nochmal einen Abwurf mehr, den wir nicht benutzen. Okay. Rostblatt aktualisieren ist für den Notfall auf jeden Fall eine gute Idee. Und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Doppel dein Geld. Wir haben leider nur 4 Gold. Nutze ich halt überhaupt nicht. 2 Paare könnten wir spielen. Könnten aber auch auf den Flush gehen. Na, lass uns mal mehr Hände spielen. Wir haben ja genug Hände frei und somit scaled der hier mehr. Dann haben wir hier einen Drilling. Zwei Paare. Wir müssen nur gucken, dass wir hier nah genug rankommen. Ja, noch. Ja, das schafft man ganz easy. Hier noch ein Drilling. Hätten sogar ein Full House bauen können. Haben aber trotzdem gewonnen. Alles gut. Okay. Flash möchte ich auf jeden Fall aufwerten. Nee, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Außerdem brauche ich jetzt auch bessere Mult-Karten. Mult-Joker. Wir gehen in die nächste Runde rein. Wir können nur eine Hand bei diesem Boss spielen, wenn wir nicht rerollen. Wir wollen mit einer Hand 5600 Chips machen. Ich glaube, den rerollen wir auf jeden Fall. Schaffen wir nicht. So, ich spiele mal diese Karten aus. Damit hier gleich ein Flash kommt. Könnten noch einen Drilling spielen. Ich spiele mal einen Drilling und gehe dann auf eine Straße hier eventuell. Hätten wir die 4 auch noch wegschmeißen können. Okay.
Wir haben die Straße. Oder ein Fl... Ja, komm, machen wir einen Flash, ne? Wir haben die Flasche auch geupgradet. Wir kriegen jetzt ordentlich Cash durch diese Kombi mit den Jokern. Das ist eine ganz normale Pik. Hier ein paar, ja. Wir müssen aber jetzt auch 10 Gold ausgeben, um den Boss zu aktualisieren. Alle Herzkarten werden geschwächt. Das hört sich schon besser an. Das hört sich auf jeden Fall besser an. Wir haben 5 Hände. Müssen 5600 machen. Jetzt spielen wir den Flash. Was macht jetzt ein Flash? Okay. Wir haben noch 3 Hände frei. Jetzt hoffen wir mal auf den Peak. Da haben wir es auch. Schön! Das sollten wir jetzt ja gewonnen haben, ja? Ja, ja, haben wir gewonnen. Perfekt. Wunderbar. Sind wir in Ort 4. Das hört sich stark an. Aber ja, wir haben es am meisten Flash gespielt, ja. Heißt, Flashes werden jetzt nicht mehr so strong. Wir müssen jetzt andere Kombinationen spielen. Mach mal hier so ein Kartenpack auf. 2 Karten können wir uns aussuchen. Die Glaskarte nehmen wir auf jeden Fall mit. Die gibt plus 4 Mult und wird 2-mal ausgelöst. Auch sehr geil. Die gibt uns Gold. Die kann uns eventuell 20 Mult geben. Das gibt es aber garantiert 8 Mult. Wir nehmen das hier mit. Aber hier können wir auch 20 Gold gewinnen. Aber egal, mit dem Siegel ist, glaube ich, besser. Gehen wir in die nächste Runde rein. Gibt ein gratis Mega-Himmels-Pack. Zwei gewöhnliche Joker wollen wir nicht. 1 von 7 Karten wird mit Gesicht nach unten gezogen. Das ist ein schöner Debuff, den können wir gut spielen. Okay, wir wollen erstmal keine Flashes mehr, ne? Ja. Dann haben wir hier noch ein paar. 7, 8, 5, 6, 7, 8, nein. 4, 5, 6, 7, 8. Die können eine 6 oder eine 9. Machen wir hier einfach hier 2 Paare. Kein Problem. Ach hier, da muss ich auf die Dinger gucken, nicht auf das Level. Okay, wir haben jetzt Flash 5-mal und 2 Paare 6-mal. Okay, okay, wir können wieder Flash spielen. Ja, da war ich jetzt wieder lost. Mal ein Mult für jeden leeren Joker-Slot. Wir könnten auf die beiden verzichten, auf den da auch. Dann haben wir 3. Wir probieren das mal aus. Aber mal 4 Mult, okay, okay. Nächste Runde. So. Jetzt sind wir auch nicht mehr so gehandicapt, dass wir keine Flash mehr spielen können. Das ist ganz nice. Das ist ganz cool. Wir gucken mal, was hier so ein Drilling bringen würde mit dem mal 4. Boah, das gibt ordentlich Punkte.
Glaube, ich sollte mehr High Card spielen, bis ich nur noch eine Hand habe. Die kaufe ich auf jeden Fall. Gucken, was wir noch haben. Drei Karten zu Peaks. Lässt die letzte Tarot erneut erscheinen. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr nice. Was für Farben haben wir? Wir haben 13, 13, 12, 17. So. Okay, eine von 7 Karten wird verdeckt gezogen. Wir müssen 12.000 erreichen mit 5 Händen. Würde das schon gewinnen, ist die Frage. Stimmt. Wir haben 10, Bube, Dame, König, Ass. Ja, noch ein. Spiel die erstmal. Ich will nämlich jetzt so viele Hände spielen wie möglich. So. Und jetzt können wir nämlich hier ein Flush spielen und gewinnen. Ja, okay. Nice. Ja, die Schablone ist richtig strong. So, Herzen möchten wir nicht. Stride möchten wir auch nicht. Das hier. Die Hieroglyphe verstehe ich nicht. Also, wenn die jemand versteht, kann mir gerne mal reinschreiben, wie das funktionieren soll. Weil ich habe die schon mal genommen, aber es war trotzdem noch 5 von 8 Ahnte. Minus 1 Ahnte. Minus 1 Hand pro Runde, minus 1 Ahnte. Check ich halt gar nicht. Wir gucken, was für Spielkarten wir kriegen. Nehmen wir hier den Herzbuben. Den können wir ja auch zu Kreuz verwandeln, wenn wir ihn kriegen. Sehen wir nochmal das Arkan-Pack. Wähle zwei Karten. Den Link wird in die rechte verwandelt. Haben wir irgendwas Cooles, was wir duplizieren möchten? Nee. Es sind so zwei zu viele Tarotkarten erscheinen. Stahlkarte. Ja, machen wir hier auch die Stahlkarte, ne? Gehen. Straight off werden. Wir gehen in die nächste Runde rein. Aktualisierung im nächsten Shop beginnt bei 0. Können wir eigentlich mal machen, ne? Oh, Karten, die von dieser Aunt gespielt werden, werden geschwächt. Was haben wir hier? Jede gespielte Karte zählt bei der Punktezählung. Erdiene 5 Gold mit 3 oder mehr Aufgaben. Ja, wir schwächen halt mit weiteren Jokern unsere Schablone. Das ist das Problem. Die Frage ist, wollen wir den Plätscher behalten? Haben wir mal 3. Aber jede Karte zählt bei der Punkteverteilung. Behalte die erstmal. So. Okay, hier haben wir mal nur 1,5 Mull. Das ist sehr strong, wenn die auf der Hand bleibt. Ich spiel mal diese 5 Karten. Hm. 5.400. Zwei Hände.
Verkaufen den Joker. Dann haben wir jetzt hier einen Flash. $43.000, okay. Wir brauchen so circa 100.000, um den achten Arm zu besiegen. Schreibt eine gewählte Karte an die Glückskarte. Ja, okay. Planetenkarten tauchen zwar häufiger im Shop auf. Schauen uns mal erst die Spielkarten an. Jetzt können wir zwei aussuchen. Glaskarte nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Stahlkarte hört sich auch sehr gut an. Okay. Glückskarte würde ich auch mal mitnehmen. Gucken wir uns noch das Arkan-Pack an. Kriegen wir vielleicht mehr Kreuze. Oh, nice. Wir haben wieder den Narren. Das ist schön. Dann machen wir jetzt hier raus Kreuze. Und nehmen den Narren. Nächste Runde. Erzeugt bis zu zwei gewöhnliche Joker. Würden wir verkaufen, aber naja. Ein besseres Straight um 3 Levels brauchen wir nicht. Muss 5 Karten spielen. Easy. Das sollte kein Problem sein. Wir spielen einfach mal. So. 1, 2, 3. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. So, die Glaskarte will ich mir noch aufheben, weil da ist nämlich immer das Risiko, dass sie kaputt geht. Dann sollte man die nur spielen, wenn man es auch muss, finde ich. Spielen die beiden Karten. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein paar Punkte machen. Nice. Ich hätte gerne mehr Stahlkarten, die auf der Hand bleiben können. 3 Planeten, 5 Planeten. Drilling. Ja, die kann ja auch nicht schaden, ne? Nächste Runde. Können wir hier 2 Karten verstärken. Das ist ja schon fast eine Straße hier, ne? Machen wir mal die 4 weg. So, 3 Hände. 8, 9, Bube, König. Nee, 9, Bube, die 10 fehlt. Okay. Wir haben jetzt noch 2 Hände. Flash. Okay. Also haben wir zu uns sicher nicht, dass wir jetzt hier zu greedy sind und dann verlieren. So, Spielkarten nehme ich immer gerne. Standard-Packs sind wirklich underrated. Na gut, dann nehmen wir hier die beiden Kreuzkarten, ne? Ja, wohl die hat ein Siegel, ne? Arkan-Pack. Können wir auch nochmal öffnen. Karos wollen wir nicht. Er steigt eine ausgewählte Karte in eine Glaskarte. Definitiv. So.
Ja, ich rede jetzt etwas weniger, einfach weil ich hier hochkonzentriert bin. Es könnte echt ein guter Run werden, wenn ich jetzt keine Kacke baue. Schach kann auf der Hand bleiben, die heben wir uns auf. Wir spielen diese Hand jetzt. Ja, noch zwei Hände. Wir könnten die 5 riskieren. Komm, wir machen als allererstes verstärken wir mal die beiden Karten. So. Ich riskiere mal eine. Gucken, ob sie heile bleibt. Blieb heile! Perfekt. Ihr habt gesehen, ne? 75.000 Schaden. Die Glaskarten sind so krass. Was haben wir hier? Dieses. Nein. Ja, für ein Gold nehme ich nochmal ein Ass-Kreuz mit. Planetenkarten. Ja, verwenden wir mal. So, gucken wir mal, ob wir auch Flash verstärken können. Jupiter ist Flash. Perfekt. Okay. Nächste Runde. Doppel dein Geld, maximal 40. Ist sehr strong. Dann haben wir. Alle Kreuzkarten werden geschwächt. Zum Glück können wir rerollen. Tausend will der von mir. Oh boy. Okay. Das sieht nicht gut aus. Wir haben keine Verstärkungskarten mehr da oben liegen. Das macht mir jetzt wirklich Sorgen. Kann als jede Farbe verwendet werden. Ist strong. Wir nehmen die Goldkarte mit. So, Full House, zwei Paare, Straight. Zwei Paare spielen wir öfter mal. So, wir haben jetzt fünf Hände für 140.000 Punkte. Das heißt, jede Hand muss richtig ballern. Das heißt, ich werfe hier auch ab. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir diesen Flash. Wie viel bringt der? 60.000, okay. Ich habe gehört, meine Ass-Glaskarte ist zerstört worden, leider. So. Eins, zwei, drei, vier. Oh Mann, ey. Wir müssen weiter abwerfen. Ist mir alles zu riskant sonst. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Hände, aber das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben keine Abwürfe mehr. Die muss drauf bleiben. Brauchen jetzt auf jeden Fall ein Kreuz. Easy.
Ah, oh, ich habe den Run zwei Glaskarten verloren, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Wollte ja kein Risiko eingehen. 170.000 Schaden. Wir sind jetzt in der letzten Runde, im letzten Ort. Die erste Wiederhofkarte gibt mal zwei Mult, wenn gezählt. Aber ich. Doppelmal Mult. Natürlich richtig insane. Wir haben genug Income. Wir spielen jetzt hier das Standardpaket. Goldenes Siegel. Mhm. Sieht cool aus. Ja, Stahlkarte Kreuz, aber ganz, ganz klar. Ja, so, haben wir hier einen Jupiter? Ja, haben wir. Okay. Gib ein Gold pro gespielte Hand in diesem Durchlauf. 59 Gold. Okay. Klingt sehr gut. Aktualisiere den Bossplan. Ein zufälliger Joker wird jeder Hand deaktiviert. Sehr großer Blind. 300.000. Wieso können wir jetzt nicht den Blind deaktivieren? Wir haben jetzt zwei Rerolls für den Blind. Wir haben noch vier Hände. Wir haben ungefähr ein Sechstel gemacht. Das ist nicht gut. Stahlkarte müssen wir behalten. Die beiden auf jeden Fall behalten. So. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. So, die beiden Stahlkarten multiplizieren, ja. Und das kommt mit rein. Das, das, das und das. Es wird aber leider nicht genug Punkte geben, glaube ich, am Ende. Wir haben nur noch eine Hand und null Abwürfe. Oh, ich glaube, ich habe so versaut am Ende, dass ich die beiden Blinds übersprungen habe. Ich hätte die einfach spielen sollen, aber ich hätte halt Angst, wenn zwei Joker und einer deaktiviert wird, entweder habe ich keine Mult mehr dafür oder ich habe gar keine Mult, die multipliziert werden könnten. Das ist das Problem. 4, 3, 4, 1. 19, Bube. Wir haben ein Bubenpaar. Ja. Ah, schade, schade, schade. Knapp, ganz knapp vor dem ersten Sieg. Oh Mann, war das ärgerlich. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.